Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beauty Basics Bootcamp. Endlich zu dem Thema Liquid Lipstick. Ich hatte es ja schon angeteasert in der ersten Folge. Und heute zeige ich euch, wie die verschiedenen Liquid Lipsticks aussehen und wie man den Liquid Lipstick richtig auf die Lippe bekommt. Ich bin Melanie, Beauty Editor bei der Glamour und ausgebildete Make-up-Artistin. Und ich würde sagen, als erstes klären wir erstmal die Frage, was ist ein Liquid Lipstick überhaupt? Der Name verrät es ja schon so ein bisschen. Es ist ein flüssiger Lippenstift. Also ein Liquid Lipstick sieht ja auf den ersten Blick aus wie ein Lipgloss, finde ich. Also wir haben einen Applikator und ja, die Optik ist dann aber auch schon das Einzige, worin sich der Liquid Lipstick und der Lipgloss überschneiden, weil sonst sind sie ziemlich unterschiedlich. Der Liquid Lipstick ist nämlich ein sehr deckendes Produkt. Dann, dass sie meistens auch matt sind. Also ich würde sagen, ja, 85% der Liquid Lipsticks sind schon eher auf der matteren Seite. Und sie sind super langanhaltend. Das ist das Stichwort so long-lasting Liquid Lipsticks. So ein kleiner Zungenbrecher mit den 4 Ls. Aber das sind so die, woran man sofort denkt, wenn man an den Liquid Lipstick denkt. Diese long-lasting, langanhaltenden Lippenstifte. Und die sind ziemlich trocken. Also wer sie schon mal aufgetragen hat, der weiß, dass man trägt sie auf, die trocknen dann fest oder trocknen an, sind dann eben matt und auch so ein bisschen entspannt so ein bisschen auf den Lippen. Die sind dann wie so eine zweite Haut auf den Lippen und man kann eigentlich fast gar nicht mehr sprechen. Ne? Das ist auch so ein kleiner Nachteil, weil sie ja doch sehr austrocknend sind, aber sie halten wirklich den ganzen Tag oder den ganzen Abend, also jeden Anlass, alles was man macht, man kann trinken, man kann essen, ne? Man wird auf keinem Glas oder auf keiner Gabel irgendwas von diesem Lippenstift wiederfinden, ne? Weil einfach nichts abfärbt. Und das ist so die beste Eigenschaft an einem Long-Lasting Liquid Lipstick, würde ich sagen. Ne? Klar, das hier ist einer und ich habe hier zum Beispiel einen von Fenty und auch noch einen von Chanel und auch noch einen von Bare Minerals. Was die hier jetzt ausmacht, die sind eher so ein bisschen cremiger, also auf der cremigen Seite. Trocknen aber auch sehr an, sind aber so ein bisschen dicker in der Textur. Die hier sind super, super flüssig und da hat man wirklich so das Gefühl, dass die antrocknen und man spürt gar nichts mehr auf den Lippen. Also die halten wirklich noch mal einen Ticken länger als diese cremigen Liquid Lipsticks und sind eben super für besondere Anlässe. Abschminken ist eine andere Sache. Das ist nicht so einfach, da muss man dann wirklich viel Arbeit reinstecken, weil die kriegt man nicht mehr runter. Dann gibt es auch noch die eher glossy Liquid Lipsticks, also Liquid Lipsticks, die eher ein glänzendes Finish haben. Die sind auch super, super deckend, allerdings haben die eben so ein Hochglanzfinish, würde ich fast schon sagen. Es erinnert an so einen Lack irgendwie schon. Die sind auch langanhaltend, aber man hat schon so ab und zu hier oder da, wenn man was trinkt, so ein bisschen färbt es dann schon ab. Also das ist schon, die Matten sind einfach bombenfest auf den Lippen und die glänzenden, da färbt es dann doch ein bisschen ab. Aber der Vorteil ist natürlich, dass hier die Lippen nicht so austrocknen. Da haben sich die Lippenstiftmacher, Make-up-Macher aber was Gutes überlegt, nämlich so 2-in-1 Produkte, also so 2-Phasen-Produkte, sage ich mal. Ich habe hier auch ein Beispiel dabei. 2-in-1 deswegen, weil man hat auf der einen Seite den Liquid Lipstick, also diesen Long Lasting Liquid Lipstick, der eben antrocknet und dann spannt es eben so auf den Lippen, eben das, was so ein bisschen unangenehm ist bei so einem matten Long Lasting Liquid Lipstick. Auf der anderen Seite hat man aber einen Pflegebalm, der eben dieses Spannen von den Lippen so ein bisschen nimmt und auch so einen leichten Glanz schenkt und die halten trotzdem wirklich den ganzen Tag. Also ich bin großer Fan von denen, die eben so in 2 Phasen, so 2-in-1 sind. Allerdings auch, wenn man immer wieder den Balm aufträgt, es trocknet trotzdem so ein bisschen aus, weil man wirklich echt diesen Liquid Lipstick drunter hat. Aber trotzdem eine gute Alternative, wenn man den Liquid Lipstick, den Long Lasting Liquid Lipstick, den matten, länger als 1-2 Stunden tragen möchte, dann sind die auf jeden Fall ein Winner. Und wie man den Liquid Lipstick richtig schminkt, das zeige ich euch jetzt und zwar mit diesem hier. Den hatte ich euch am Anfang schon mal gezeigt. Aber tatsächlich gibt es noch einen Step davor. Also ich muss ihn jetzt nochmal weglegen, weil wir starten tatsächlich erstmal mit einem Peeling. Das ist super, super wichtig und wäre auch so mein erster Tipp, wenn man einen Liquid Lipstick aufträgt, immer erst ein Peeling machen, weil dadurch, dass vor allem, wenn man zu einem Long-Lasting Liquid Lipstick greift, der eben matt ist, der trocknet extrem die Lippen aus. Und dann hat man, vielleicht kennt ihr es ja auch, diese Risse dann irgendwann und dann blättern da so kleine Schüppchen ab und es sieht dann irgendwann nicht mehr so schön aus. Deswegen auf jeden Fall mit einem Lippenpeeling starten. Ne? Normalerweise würde ich das am Anfang machen, also ich bin jetzt schon geschminkt, also ich würde es tatsächlich als ersten Step machen. Lippenpeeling,
dann noch die Lippenpflege auftragen und dann wäre das auch alles bis zu dem Zeitpunkt, wo ich zum Lippenstift oder zum Liquid Lipstick komme, wäre das dann eigentlich schon eingezogen. Ich kann es euch erstmal kurz demonstrieren. Ich habe hier nämlich was ganz Praktisches, einen Peeling in Stick Form, den man einfach so auftragen kann, ein bisschen peelen kann und dann mit einem feuchten Tuch einfach wieder abnimmt. Man kann natürlich auch ein Peeling selber machen, das ist super easy, einfach so ein bisschen Honig, ein Öl und Zucker. Es gibt ja auch Peelings im Tiegel, die sind natürlich auch super, also da geht man ein bisschen rein, einmal ein bisschen peelen, fertig, aber der ist natürlich super praktisch, weil, ich zeige euch das jetzt einfach, hat man einen super Peeling-Effekt. Da sind so kleine Körnchen drinnen, die man dann auch spürt. Und das sorgt dafür, dass eben die abgestorbenen Hautschüppchen, die so auf der Lippe liegen, die super schnell trocken werden, quasi abgenommen werden und dann nicht mehr stören beim Liquid Lipstick. Das nehme ich jetzt mit dem Tuch eben wieder ab. Die Lippen sind jetzt gepeelt, sie fühlen sich super sanft an und jetzt unbedingt Lippenpflege auftragen, um die Lippen optimal vorzubereiten. Und die muss jetzt tatsächlich einziehen, auf jeden Fall, weil sonst haben wir ja so eine Fettschicht zwischen Liquid Lipstick und Lippenstift und dann würde das Ganze gar nicht mehr halten. Deswegen warten wir jetzt kurz, bis es eingezogen ist und dann geht's weiter. Die Lippenpflege ist eingezogen, dann geht's weiter und der nächste Step, wir sind immer noch nicht beim Liquid Lipstick, ist tatsächlich der Lip Liner. Was man jetzt natürlich noch machen könnte, man könnte die Lippe so ein bisschen neutralisieren, noch ein bisschen Foundation drauf geben, würde ich aber tatsächlich nicht empfehlen, weil A, der Liquid Lipstick ist eh so deckend, dass man die Farbe der Lippe jetzt nicht neutralisieren muss, damit die so wirkt, wie sie ist, weil man sieht eigentlich eh nichts durch. Plus, indem man natürlich noch so ein bisschen Foundation oder irgendein deckendes Produkt auf die Lippe gibt, trocknet es nochmal zusätzlich aus. Deswegen lassen wir die Lippe so, wie sie ist und gehen direkt in den Lip Liner. Der Lip Liner ist deswegen so wichtig, weil wir ja mit einer relativ flüssigen Textur arbeiten. Vor allem beim Auftragen kann die dann natürlich ausfransen. Das heißt, soweit lassen wir es gar nicht erst kommen. Durch die Lippenkontur, die wir der Lippe geben, wir rahmen ja quasi die Lippe ein. Da kann also nichts ausfransen. Plus, durch den Lip Liner ist es natürlich auch einfacher, die Lippe auszumalen. Vor allem mit so einem Applikator, den habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, ist es nicht immer so einfach, da eine exakte Kontur hinzubekommen. Also es gibt Applikatoren, mit denen kann man eine ganz gute Kontur schaffen, im meisten Fall aber nicht. Deswegen Lip Liner, schöne Kontur schaffen, vor allem im Lippenherz und dann einfach easy ausmalen. Wie ihr den Lip Liner auftragt, habe ich euch ja schon gezeigt, das Video dazu findet ihr hier. Das heißt, wir können eigentlich direkt starten. Ich habe hier einen im selben Farbton zum Liquid Lipstick, den ich gleich verwenden werde. Der hier ist von Sleek und heißt Shabby Chic. Sehr nett. Und ist einer zum Rausdrehen, also sehr cremig. Und damit sollte es eigentlich relativ schnell und fix gehen, dass wir hier eine Kontur haben. Dann starten wir direkt mit der Kontur und dem Lip Liner. Was ich auch immer gerne mache, wenn ich einen Lip Liner für einen Liquid Lipstick auftrage, dass ich schon so ein bisschen in den Mundwinkeln rein schattiere, weil da komme ich mit dem Applikator vom Liquid Lipstick natürlich besonders schwer hin. Ne? Deswegen, da ist es natürlich besonders super, wenn man mit dem Lip Liner schon so ein bisschen davor ausmalt. Das passt erstmal perfekt, um den Liquid Lipstick jetzt optimal und akkurat aufzutragen. Die Kontur kann man dann immer noch so ein bisschen aufräumen mit einem Concealer. Aber als Basis für den Liquid Lipstick ist das jetzt perfekt. Schon mal so ein bisschen auch ausgemalt, dass ich nicht mehr zu nah an den Rand, also an die Kontur muss mit dem Liquid Lipstick, dass ich da auch nicht drüber hinaus male. Weil aus Erfahrung kann ich sagen, wenn man mit so einem Liquid Lipstick übers Ziel hinausschießt, also über die Kontur, ist es sehr schwer, das wieder zu korrigieren, weil der natürlich super pigmentiert ist, sofort antrocknet und es ist eine Heidenarbeit. Deswegen lieber schon mal so ein bisschen mehr ausmalen mit dem Lip Liner, dann erspart man sich die Arbeit mit dem Liquid Lipstick. Wir fangen an mit dem Liquid Lipstick. Was ich beim Liquid Lipstick tatsächlich immer versuche, ist, dass ich nicht in mehreren Schichten arbeite. Sprich, solange er noch feucht ist, also noch nicht angetrocknet ist, versuche ich wirklich nochmal so ein bisschen drüber zu gehen, dann vielleicht höchstens noch eine zweite Schicht zu machen. Aber ich habe immer das Gefühl, bei einem Liquid Lipstick, umso mehr Schichten ich drauf packe, umso
austrocknender ist er und dann umso rissiger und umso früher rissiger wird dann auch meine Lippe tagsüber. Deswegen lieber vielleicht ein bisschen schneller arbeiten, solange er noch feucht ist, alles erwischen und ja, nicht zu viel Zeit lassen vielleicht. Und das ist jetzt echt super easy. Einfach schön von der Mitte aus drauf. Das reicht schon. Der trocknet jetzt auch relativ schnell an. Noch ist es feucht. Also ich könnte jetzt nochmal so ein bisschen justieren. Aber ich merke schon, so langsam trocknet er an. Ne? Was jetzt natürlich super ist, ich musste gar nicht nah an den Rand rangehen, weil ich da ja schon mit dem Lipliner war. Das heißt, keine Chance zum Ausfransen. Ne? Das ist also auf jeden Fall alles sicher. Und er trocknet schon an, auf jeden Fall. Man sieht jetzt auch, er wird immer matter. Und ja, der hält auf jeden Fall den ganzen Tag. Was ich jetzt noch machen werde, ist vielleicht so ein bisschen mit Concealer nochmal hier die Kontur im Mundwinkel ausbessern. Das mache ich jetzt. So, perfekt würde ich sagen. Also ich merke jetzt schon, es ist ein sehr mattes Ergebnis. Das bedeutet also den ganzen Tag tragen, da wird es am Ende schon ein bisschen sehr spannend auf den Lippen. Und was ich aber auch jetzt schon sagen kann, wenn ich einfach mal so drauf gehe, da färbt nichts ab, was sehr gut ist. Das heißt, ich kann essen, ich kann trinken, ich kann alles machen. Ne? Und er bleibt so, wie er ist. Das Abschminken wird wahrscheinlich heute Abend eine kleine Herausforderung, weil das ist tatsächlich bei Liquid Lipsticks, vor allem bei diesen Long-Lasting Liquid Lipsticks, immer echt eine Tortur. Also da reicht nicht mal nur so schnell drüber gewischt, sondern ich gehe da meistens echt mit einem Wattepad und Micellenwasser drüber und muss auch echt fest reiben, bis der mal unten ist. Und in den Rillen setze ich dann noch mehr ab und dann greife ich doch nochmal zum Peeling, damit ich wirklich alles an Farbpigmenten raus aus meiner Lippe habe. Also falls ihr da Tipps habt, wie ihr den Liquid Lipstick runterbekommt, gerne her damit in den Kommentaren, weil ich bin über jeden Tipp dankbar. Das war es dann auch schon mit dem Beauty Basics Bootcamp zum Liquid Lipstick. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, falls ihr noch mehr Beauty Basic Bootcamps sehen möchtet, könnt ihr einfach hier klicken. Da haben wir noch ganz viele tolle Folgen, auch zum Thema Lippenstift für euch. Und hier könnt ihr die Glamour Germany abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich liebe diese Farbe. Okay, ich bin immer so begeistert von meinem eigenen Make-up.